Viele lieben sie die klassische Barbecue-Marinade. Ich zeige Ihnen heute mein Rezept. Dazu beginne ich, ca. 200 ml Rotwein einzukochen. Das muss jetzt ca. 5 Minuten langsam köcheln und einreduzieren. In der Zwischenzeit werden alle anderen Zutaten zusammengefügt. Ich beginne mit einer Zwiebel. Dazu etwas Rotweinessig. 2 Esslöffel Ketchup. 1 Esslöffel Senf. Etwas Olivenöl. Salz. Pfeffer. Rohrzucker, etwas reichlicher, gehackten Knoblauch und zu guter Letzt frischen Koriander. Das Ganze wird verrührt. Der Wein ist jetzt zu 50% einreduziert. Jetzt gebe ich die weiteren Zutaten dazu. Durch das Erhitzen und Einkochen wird das Ganze noch intensiver. Die Kräuteraromen kommen richtig schön raus und das Ganze wird noch besser gebunden. Zum Schluss kann man das, wenn man möchte, noch pürieren. Die Barbecue-Marinade ist jetzt schön erkaltet und ich beginne das Fleisch zu marinieren. Ich empfehle, die Marinade wenigstens 5 Stunden einziehen zu lassen. Auch hier gilt die Regel, je länger, je besser. Jetzt wird das Ganze nur noch abgedeckt und in den Kühlschrank gestellt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de